Bei einer Podiumsdiskussion im Haus der Europäischen Union in Wien trafen Europaparlamentarier aller Parteien zusammen. Kritisch beleuchtet wurde zu Beginn vor allem die Bestellung der neuen Kommissare. Dem freiheitlichen Delegationsleiter Harald Wilimski war es wichtig, seinen Standpunkt zu den hohen Personalkosten zu erläutern. Und zur Frage der Kommissare hätte ich mir etwas anderes erwartet. Wir haben in Europa eine Situation der Massenarbeitslosigkeit. Es rollt der Pleite Geier quer durch diesen Kontinent. Wir haben Krieg an den Türen Europas und Armut macht sich breit. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Union hier zumindest ein Zeichen setzt, dass sie selbst auch bei sich selbst hier zu sparen bereit ist. Er verstärkt seine Forderungen nach einer deutlichen Einsparung. Ja, ich will die halbe Kommission maximal auch als Zeichen des Sparens. Ich hätte auch gern eine Halbierung des Europaparlaments. Die beiden weiblichen Abgeordneten bemängelten vor allem die fehlende Einhaltung der Frauenquote. Aber auch der Bestellungsprozess der Kommissare wurde einstimmig kritisiert. Die Bestellung des Kommissars in diesem Fall war eine Entscheidung der Bundesregierung, deren Mitglied ich nicht bin. Generell ist aber natürlich der Wunsch in der Sozialdemokratie, dass Frauen entsprechend auch ihres Anteils in der Bevölkerung, in politischen Funktionen, genauso wie in Wirtschaft und sonstigen Funktionen vertreten sind. Also von uns Grünen her, wir hatten eigentlich immer gefordert, dass es zumindest diese 40% Frauenquote geben soll, aber mindestens genauso wie, und 40% wären nämlich 12 und nicht nur 9. Ich erinnere daran, dass auch mein Delegationsvorsitzender Ottmar Karas sich hinter die Idee gestellt hat, dass man selbstverständlich besser eine Auswahl von Kandidaten dem Kommissionspräsidenten anbietet. Das ist nicht geschehen. Bei der Debatte um das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA herrschte zwischen der grünen Mandatarin und Harald Wilimski trotz unterschiedlicher Standpunkte doch mehr Einigkeit. Mit dem Widerstand, der sich da aus der Bevölkerung, über die Medien und auch in den diversen Parteien gezeigt hat, bin ich wirklich zuversichtlich, dass dieses EU-USA-Freihandelsabkommen mit dem, was bisher davon bekannt ist, was da drinnen sein soll, dass wir, wenn wir es dann tatsächlich am Tisch haben im Europaparlament, dann wirklich auch Nein dazu sagen. Harald Wilimski stellt im Hinblick auf die niedrigen Lebensmittelstandards der USA die Interessen der österreichischen Bevölkerung gegenüber Konzerninteressen in den Mittelpunkt. Und jetzt erinnere ich mich zurück, wie wir der Europäischen Union beigetreten sind, hat es geheißen, Österreich wird der Feinkostladen Europas bleiben. Und für mich ist als Politiker schon es unerlässlich, die Menschen im ureigensten Lebensbereich, nämlich da, wo es darum geht, was auf ihren Tellern landet, so zu schützen, dass hier nicht Konzerninteressen zuerst den Vorzug haben, sondern dass tatsächlich die Menschen in ihrem ureigensten Interesse zu schützen sind. Der EU-Sprecher der NEOS, Hable, sprach sich trotz Kritik an der offensichtlich mangelnden Transparenz bei den Verhandlungen positiv für das Abkommen aus. Aber dass wir grundsätzlich Freihandel positiv gegenüberstehen, steht vollkommen außer Zweifel. Aus dem Publikum gab es durchaus EU-kritische Stimmen. Was ist denn eigentlich los mit der EU? Ich meine, es wird uns immer gesagt, das ist das Friedensprojekt par excellence. Und jetzt plötzlich ist die EU mitten in der Ukraine-Krise involviert. Wem haben wir das eigentlich zu verdanken, dieses Engagement der EU in der Ukraine? Während des anschließenden Interviews befragten wir demnach EU-Mandatar Wilimski zur Krise in der Ukraine. Die Sanktionen sind ein volles Eigentor für die Europäische Union. Die Landwirtschaft nimmt schweren Schaden. Morgen, nämlich den Medien, wird es so sein, dass Kurzarbeit in Österreich droht. Und das alles deswegen, weil Österreich und die Europäische Union nach der Pfeife der Amerikaner tanzen. Und das kann so nicht sein. Österreich soll neutral bleiben, die Europäische Union soll neutral bleiben. Und Sanktionen, die vor allem den Menschen schaden, sind umgehend einzustellen.